Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Video. Zwischendurch mal, ja, 1.4 ist ja heraus, jetzt schon eine Zeit lang, aber ich habe mich eigentlich damit noch nicht so wirklich groß befasst, sage ich mal. Ja, ich habe mir gerade eine neue Welt erstellt. 1.4 ist das Seed und da spawnt man genau unten in so einer Ruine. Oder wie auch immer man das nennt, und es lädt schon wieder Schlucht. Es lädt schon wieder übelst schnell, das ist ja wirklich unbelievable. Und ja. Ich bin eigentlich auf der Suche nach diesen neuen Viechern da, diesen Hexen. Wo sind denn eigentlich die Spawn-Eier? Da sind die Spawn-Eier. Spawn, Sheep, Cow, Chicken, Squid, Wolf, Slot, Witcher, Spawn Pig, Witch. Witch, glaube ich, heißen die. Genau, Witch heißen die. Und wir spawnen jetzt hier einfach mal eine. Oder eins, wie auch immer. Ah, ne, okay. Ah, jetzt habe ich den falschen. Bad. Mushroom Cow? Witch. Das ist der richtige. Das sind die Witches. Genau. Und die sind, glaube ich, soweit ich weiß, böse. Ich weiß gleich gar nicht den Befehl. Game Mode 1 gleich. Okay, dann eben 0. Genau, und die bewerfen mich mit Poison, Slowness und was es nicht alles gibt. Und da bin ich jetzt auch gleich tot. Ich bin tot, ehrlich gesagt. Naja. Und jetzt spawne ich wieder woanders. Ist ja ganz toll. Zuerst bin ich da unten gespawnt. Ja, ich möchte eigentlich. Was ist das? Dass die Welt schneller lädt. Nein. Ich möchte eigentlich mal ausprobieren, ob wir ja, den Wither. Der, die das Wither. Was sie denn so für einen Schaden machen würden, wenn wir hier gleich mehrere machen würden. Wo gibt's denn diese komischen Köpfe? Brauchen dazu diese Köpfe. Gibt's die überhaupt hier irgendwo? Ah, hier gibt's die Wither Skills. Heißen die, glaube ich? Irgendwie sowas. Skulls, Skills. Skulls, glaube ich, spricht man die aus. Jetzt brauchen wir noch Soul Sand. Genau. Und dann bauen wir doch einfach mal hier ein paar. So gehen die, glaube ich. Mich würde interessieren, wenn ich hier gleich mehrere so hintereinander mache, ob das geht. Schauen wir gleich. So. Das Problem ist ja nur die Quest dann. Okay, sie fliegen halt die Damage dann an. Wenn sie es dreist, aber. Guck mal, das ist enorm. Okay. Da unten hängt einer. Ich glaube, der hängt fest. Oder er weiß nicht, was er tun soll. Wo waren denn nochmal die Spawn-Eier? Da sind die Spawn-Eier. Spawn-Eier. Sheep. Gib mir einfach die Scheiß. Kack-Sheep da. Okay. Jetzt ist er aggressiv dann. Aber ich glaube, wenn man hier mehrere auf einmal macht, dann hat man ziemlich Probleme. Die sind auch ein bisschen dumm, die können doch einfach beifliegen vielleicht. Die brennen dir das alles runter. Okay.
bin jetzt hier im Creative Mode. Ja, ich glaube, sie würden es probieren, oder? Ah, oh, noch kurz. Ist lustig, wenn sie nichts mehr zu tun haben, dann sinken sie zu Boden. Und werden ganz, ganz ruhig. Leute, da lebt noch ein Haufen. Oh, mit denen die wirklich weg wie nichts. Wenn ich jetzt unter die Erde gehe, dann finde ich natürlich da gleich ein Ding. So, wir spawnen hier einfach mal ein paar Schafe. Jetzt machen wir das Ganze hier zwei hoch. So. Bisschen dicker. Kommen die dann da schon rein. Dann muss das Ganze drei dick sein. 3x3 Röhre. Ja. Also runterfliegen können sie trotzdem nicht. Gehen sie selber alles weg. Ja, jetzt kommt er runter. Okay, wenn sie fokussiert sind. Da sind schon noch ein paar. Komm. Nicht auf mich. Schade. Sollst du unten gehen? Pisser. Können wir helfen? Können wir helfen, Kohle zu machen? Was sind sie denn jetzt hier? Interessant, die Viecher. Lass uns mal kurz einen töten. Beziehungsweise. Ja, lass uns mal einen töten, damit wir mal schauen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man so einen dämlichen Stern gewickt. Nicht wieder Leben generieren. Wenn man die mit Mystic Damage Potion und Spam, dann sind wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das sollte erstmal nicht werden. Skrill oder ne, Nether Star heißt der da, ne? Nether Star, genau. Gut, dann holen wir uns mal ein paar Instant Damage Potions. Die nicht. So. Okay, das macht schon gar nichts. Und andere Potions auf Poison zum Beispiel. Auch nix. Ne, macht ihn gar nichts. Also der hat jetzt auf jeden Fall einen fallen gelassen. Probieren wir es mal wieder den. Wir hätten doch hier irgendwo. Was ist das? Instant Damage, ne.
Strange 2. Da müssten wir ihm doch mehr Schaden zufügen, oder? Ja, auf jeden Fall. Viel mehr. Wir sind nicht von nichts tun. Unsere Schwerte sind noch enchanted, ja? Ja, jetzt haben wir einen zweiten bekommen. Geben wir noch bei einem das aus. Time D. Okay. Time Set D. Strange habe ich noch. Passt. Also eigentlich sind die hier relativ leicht zu besiegen, sondern sie sind creative. aber ich glaube auch so sind die allzu schwer. Ja, sie machen natürlich ziemlich viel kaputt. Und 3. Also bis jetzt hat die alle 3, also 3 aus 3 haben einen Nether Star fallen gelassen. Also ich glaube, dass da die Chance ziemlich hoch ist, dass die einen fallen lassen. Was auch ziemlich gut ist, weil wenn man überlegt, wie lange man braucht, überhaupt diese Squirrels da zu finden. Ist eigentlich schon fast eine Frechheit. Gut. Was ich auch noch ausprobieren will, ist der. Wo ist er denn? Wo gibt's den? Gibt's den da überhaupt? Und da wo wären der drin? Das Stock vielleicht? Ne, an unter Brücke vielleicht? Das ist jetzt hier die Frage. Hier sehe ich ihn nicht. Dass er vielleicht da dabei ist, auch nicht. Da ist er auch nicht dabei. Er wäre allerdings mit Redstone ansteuerbar. Ist er auch nicht. Ich suche ihn kurz und dann bin ich gleich wieder da. Ja. Und somit sind wir bei dem, was ich eigentlich haben wollte. Der Command-Block. Ja, ich wusste gar nicht, dass es den gar nicht im Creative-Menü gibt. Die einzige Möglichkeit, ihn zu bekommen, ist über GIF, dann Player, also in dem Fall Hoden, Krebs, Creme, dann die Zahl 1, 3, 7 und dann die Anzahl. Dann bekommt man eben Command-Blocks. Wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt eben erst nur durchs Video anschauen überfahren. Aber ich habe jetzt hier schon mal einen kleinen Spruch eingebaut, ja. Hey, du, da, draußen. Wobei das da nochmal da hinten weggehört eigentlich. Probieren wir es nochmal. Hey, du, da draußen. Genau. Ja, aber genau wie das Ganze hier funktioniert mit Teleporten und so. Das, ja, kenne ich mich ganz gut damit aus, kann ich nur sagen. Das ist ein. Ist eigentlich nicht mein Gebiet. Sowas. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Mach es nochmal aus. Gut. Okay, nee, das macht gar nichts. Vielleicht muss ich dann Kill Player oder so. Slash Kill Player Hoden Krebs Creme. Dann. Gut, nochmal neu. Okay, so auch nicht. Vielleicht ohne dem Slash. Genau. Was nochmal? Ne. Ja, ich schaue mal kurz ein Video an auf YouTube und dann kann ich euch vielleicht mehr darüber erzählen. Bis gleich. Oh yeah. Ja, ich habe hier mal eine kleine Schaltung jetzt aufgebaut. Ich denke, ich
bin es relativ gut schon drin in den Comment-Blocks. Natürlich, keine Ahnung, noch weit davon entfernt, irgendwie was damit groß zu anstellen. Und vor allem auswendig alles. Womit ich noch ziemliche Probleme habe, ist das, wann muss ich das hier schreiben? Ich weiß jetzt, wofür das jeweils steht, halt, steht da wunderbarerweise daneben. Aber im Endeffekt kann man eigentlich immer @p schreiben, das ist eigentlich das Einfachste. Nur manchmal musst du es davor schreiben und manchmal, glaube ich, musst du es dann danach schreiben. Zum Beispiel hier. Da kannst du es nämlich nicht davor hinschreiben. Also zumindest habe ich es so gesehen. Ich weiß es nicht, ob es auch davor geht. @p. Probieren wir es nochmal aus. Ich habe sogar hier extra einen Comment-Block, der Nacht macht. Muss zwar nicht unbedingt notwendig sein. So, aber jetzt habe ich kein XP bekommen. Habt ihr gesehen? Das heißt, es muss danach stehen. Und das ist eben so ein Zeug. Da muss ich erst noch reinkommen. Wann brauche ich was? Ups, und ich habe einen Repeater kaputt gemacht. Ich denke mir schon. So, Tag ist es. Genau, bräuchten vielleicht noch einen für Difficulty. Oder muss man da auch wieder Slash und @p? Ah ja, wie gesagt, ich muss da schon noch ein bisschen mehr reinschauen. Keine Ahnung. Man kann auch Game Mode changen und so. Aber ja, das machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall sehr nützlich, dieses Teil. Finde ich sehr, sehr geil. Man kann hier alles setzen. Ich habe auch hier meinen Spawnpunkt gesetzt. Eben auch hier genau drauf. Wir können jetzt auch zum Beispiel diesen Block so machen. Und dann so. Und das geht dann nicht, weil wir dann keinen Block haben. Sprich so. Aber ich glaube, wenn wir sogar jetzt das da. Wenn wir uns wieder killen. Und jetzt den Spawner müssten wir eigentlich runterfallen. Genau. So ist es. Und rein theoretisch müssen wir jetzt genau drauf spawnen. Genau. Und wenn möglich ist, dann müsste doch auch Pressure Blade, wenn man nämlich die da drauf platzieren könnte, wäre das nämlich nochmal richtig geil. Ja. Somit wird der Command-Block automatisch ausgeführt und somit könnte ich jetzt hier wieder eintippen. Nicht Vower, sondern TP, @p, bla bla bla. TP, @p. Was war das? 333 95 452 oder so. Genau. Probieren wir das Ganze nochmal aus. Setzen sollte ich ihn vielleicht auch nochmal. Gut, ausprobieren und los geht's. Genau. Sofort bin ich hier. Hier bin ich nämlich vorher schon hingekommen. Habe ich nämlich falsche statt eben des Minus Plus gemacht. Aber der bringt uns sofort wieder hierher. Und ja, ist ziemlich cool. Vor allem, es geht eigentlich instant. Sobald dieser Command-Block sagt, ich werde dahin teleportiert, bin ich sofort eigentlich auch schon wieder beim nächsten. Wir sind halt irgendwo da oben, spawnen wir halt eigentlich, aber ist ziemlich geil. Müssen das ausmachen. Wow. Zack, sofort drüben. Richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Richtig, richtig hammergeil. Gut. Ja, ich denke, das wäre es jetzt eigentlich auch erstmal für die Command-Blocks. Was ich mir jetzt noch anschauen möchte, ist gern noch der. Ja. Der Beacon-Block. Das ist der schöne, geile, nice aussehende Beacon-Block.
Und dazu brauchen wir irgendwo. Ja, wisst ihr was? Wir lassen uns jetzt mal einfach irgendwo hin teleportieren. Das machen wir auch wieder über den da. Wir nehmen die Zahl 1000. Nehmen die Höhe. Nehmen wir mal 80 und sagen 1, 2, 3, 4. Dann. Genau, und jetzt können wir einfach hier drauf gehen. Wir können auch da drüben drauf gehen, aber so finde ich es lustiger. Jetzt werden wir erstmal irgendwo in the Void geschickt und kommen in einer Wüste raus. Ziemlich geil. Ideal für unser Experiment. Genauso war es natürlich geplant. Ich habe das natürlich schon lang, lang mal herausgefunden gehabt, dass das so wird. Nicht wirklich, aber. So. Dann bauen wir hier mal kurz eine Pyramide auf. Ich glaube aber, da muss noch eine Reihe hinzu. Ja, da muss noch eine Reihe weiter. Damit wir hier die größere bekommen. Und diese Seite, na, auf diese Seite natürlich auch. Und jetzt haben wir, glaube ich, soweit ich weiß, den größten. Genau. Jetzt können wir hier Strange hinzufügen. Jetzt haben wir allerdings keinen eigenen Eisenteil. Jetzt bin ich mal am Schauen, wenn wir jetzt eben hier diese vier Beacons haben möchten. So will sie der Etho machen. Dann brauchen wir rein theoretisch so. Dann haben wir hier noch eine Reihe mehr. Und hier noch eine Reihe mehr. Und da noch eine Reihe mehr. Ja, ist ganz schön teuer, das Zeug, aber hilft nichts. Aber dafür hätten wir hier quasi vier Blöcke. Wenn ich mir jetzt kurz ein Iron Ingot gebe. Ich glaube, ich brauche mehrere. Genau, und jetzt nehmen wir das erste Mal Speed. Genau, und Häkchen. Dann nehmen wir uns noch Haste. Und Häkchen. Dann nennen wir uns noch Jump. Häkchen. Und jetzt haben wir die drei Sachen schon. Strange. Bro. Was ist denn wichtiger? Ist es Tons oder Stärke? Ich glaube eher Stärke. Genau. Jetzt dürften wir vier Sachen haben, genau. Und die Reichweite davon ist jetzt wie weit? Fünf, acht. Ziemlich weit, glaube ich. Was will ich jetzt mit F3? Mit F3 komme ich nicht weit. Okay, immer noch. Fünf, vier, drei, zwei. Okay, jetzt geht's weg. Immer noch weg. Ich glaube, bis man es wieder bekommt, muss man näher hin, gell? Ne, jetzt hätten wir es wieder. 5, 8, 7, 6. 5. Okay, da verlieren wir es wieder. Ah, okay. Hier bekommen wir es also noch, aber nur die äußeren beiden. Das heißt, wenn wir alle erreichen wollen, müssen wir hier sein. Und ansonsten reicht's hier. Okay, das sind für im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Blöcke, glaube ich. Also mit dem Beacon-Block hinzugerechnet. Ansonsten wären es genau, also wenn es von hier losgehen würde, fällt das jetzt weg, wenn die Pyramide bestätigt ist. Ja. Nur die anderen, die sind noch komplett. Deswegen. Aber sobald man es wieder hat, sind sie wieder da. Okay. Kann man das dabei auch anders was anders auswählen? Ja, geht auch. Ich meine, wir haben ja momentan. Aber man kann ja das sogar noch erweitern, gell? Ich kann hier dann, wenn ich jetzt hier nochmal eins, genau, dann habe ich jetzt Jump 2, kann ich auch nochmal eins.
Okay, das ist, glaube ich, das Maximalste. Haste 2. Haben wir da nochmal eins dazu? Und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt halt Regen. Ja, Resistance. Resistenz, wie auch immer. Gegen Blast Protection wahrscheinlich. Boah. Wir können richtig hochspringen, das ist richtig geil. Schaffen wir 2 hoch? Ne, nur 1,5. Okay, das ist okay. Aber schade, also das wäre mit Sicherheit etwas, was man als letztes auswählen würde. Weil ich meine, anderthalb Blöcke bringen mir jetzt auch nicht so viel. Speed ist natürlich Wahnsinn. Das Permanent Speed. Wenn wir jetzt mal kurz hier Schaufel nehmen. Jetzt hast du hier schon super schnell. Wenn wir jetzt mal kurz hier die Enchanten. Enchanting Table. Ah, ich mach die kurz so weit, dass ich mit dieser Schaufel Efficiency 5 habe und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und mit der neuen tollen Effi 5, Effizienz 5 und Unbreaking 3 Schaufel, die ich mir gerade gemacht habe. Gott, keine Ahnung, das Enchanten zusammen hätte irgendwie 15 Level gekostet und das Umbenennen auch noch ein bisschen was. Und ja, mit Haste und Speed und was weiß ich alles, können wir hier jetzt durchackern wie noch was. Wobei mich gerade mal interessieren würde, ob es mit einer Efficiency 5 Spitzhacke nicht schneller geht. Weil irgendwie kommt mir das zwar schon schnell vor, aber ich glaube fast, dass es mit einer Hacke besser geht. Ich probiere das mal kurz aus. Wir sehen uns gleich mit einer Efficiency 5 Hacke. So, und wieder zurück. Ich habe mir gerade eben mal einen Comment-Block gemacht, der mir ein paar XP gibt, wenn ich will. Und ja, jetzt habe ich hier eine Effi 5 Spitzhacke und eine Effi 5 Schaufel. Und bin ich mal gespannt, ob es mit der Spitzhacke. Ah. Ja, ich weiß. Game Mode 0. Ich weiß nicht, mir kommt mit der Spitzhacke viel schneller vor. Kann es sein? Oder liegt es daran, dass Haste nur. Oder. Ob, ist es überhaupt so? Bringt Haste auch was bei Schaufeln? Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ist beides eigentlich schnell. Ne, es ist beides, glaube ich, ziemlich gleich schnell. Auf jeden Fall mega geil, dieses Efficiency 5. Vor allem für ja, zweimal Efficiency 4 und dann nochmal extra, ich glaube 15 Level oder so. Genau, 15 Level und mit Umbenennen glaube ich 21 Level oder so. Das ist echt okay. Also das ist echt mega. Ja, da macht Sandfarmen richtig Spaß. Zack, innerhalb von kürzester Zeit haben wir hier. Ey, Efficiency 5 geht so ab, das ist so geil. Innerhalb von kürzester Zeit haben wir voll das Loch eigentlich ausgehoben. Einmal komplett durchgerackert. Mit einer Spitzhacke kann man auch hier noch dann noch richtig Sandstein. Ah, wir sind schon wieder. Ah. Ich denke mir, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Das ist so geil. Wenn man hier so durchsaust. Jetzt muss ich gerade mal was ausprobieren. Wir gehen mal kurz in den anderen Mode wieder. Nein. Nein. So. Und jetzt holen wir uns Obsidian. Genau. Ihr wisst ganz genau, was ich vorhab. Den Netherrack-Check.
Flint and Steel. Und, ah ja, genau, im Dingsens-Modus ist man ja sofort drüben, glaube ich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Leckt's erst im Bett. Ah, wir sind schon wieder im falschen Modus. So. Wow! Was kommt denn da daher? Ach, Überleben ganz leicht. Naja, ganz leicht ist jetzt vielleicht übertrieben. Kann man Instant Health setzen oder so? Ja, keine Ahnung. Ich brauche was zu essen. Das könnte ich vielleicht machen. Gif. Aber jetzt weiß ich die ID von Fleisch nicht. Scheiße. Kacke. Aber ich denke, es hat mich überzeugt. Fischen Sie 5 Fakten. Lecken zwar wie die Sau, aber sind mega geil. Schaut euch mal das an, wie ich hier durchracke. Ich mache immer nur die gleiche Bewegung. Jetzt komm schon. Und jetzt momentan bin ich sogar ohne Haste unterwegs. Netherrack Farmen ist, glaube ich, mit Efficiency 5 das geilste, was es gibt. Oder es ist halt der einfachste Block, den man eigentlich so abbauen kann. Allerdings mit einer Efficiency 5 irgendwie was zu bauen, glaube ich, ist schwierig. Ja, der muss weg. Der geht sogar. Wenn du aber nur kurz zu lang drauf bleibst, na, hast du sofort ein Problem. So wie wir. Ja, da sind sie weg. Und ich bin wieder da. Na toll. Kann man sich auch so TP'en? TP, Roden, Krebs, Creme, 33, ne, Minus. Naja, wohl ist egal. 333, 80, 4, 5, 2. Na? Mit Minus wären wir halt wieder drüben rausgekommen. Der hätte sein können, dass wir uns gleich wieder wegteleportiert hätten. Genau, und jetzt sind wir wieder da. Und jetzt hier werden wir wieder. Was ist mit dem Command-Block? Warum funktioniert der nicht? Ah, jetzt hat. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt könnten wir rein theoretisch wieder ins Nether gehen, aber ich denke, für dieses Video war es genug ausprobiert. Für mich hat es sehr viel gebracht, weil ich habe, wie gesagt, eigentlich mit diesen ganzen Sachen ja auch nicht wirklich viel ausprobiert. Heist ist saugeil, Speed ist saugeil, Jump ist saugeil. Ja, also, eins steht fest, ich will so ein Teil. Besser gesagt, ich will 4 so Teile haben, und zwar auf dem Server von Timo, also auf dem Tims Server. Das wird ein bisschen schwierig, die zu bekommen, glaube ich, weil ich weiß nicht, ob ich da eben mal so irgendwo in der Landschaft. Nee, das können wir eigentlich probieren. Ach, das machen wir bei der Messe im Keller, kein Problem hier. tut mir leid. Wenn was kaputt ist, ich weiß nicht. Genau. Ja, so ein Teil werden wir uns vermutlicherweise demnächst, was heißt demnächst, probieren wir mal irgendwann mal bei uns auch auf dem Let's Play zu bekommen. Denn das Teil ist einfach nur hammermäßig. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr noch bis hierher da geblieben seid. Geben wir da mal noch ein paar Nuller mehr ein. Oh, das Maximalste ist, glaube ich. Ah ne, man kann es nur ändern, wenn man im Dingsens ist, gell? Game Mode 1. So, dann ändern wir es halt jetzt. Nicht möglich, okay. Bisschen kleiner vielleicht. Auch nicht möglich. Noch kleiner. Ist möglich.
Wie viel Neuner können wir noch dran setzen? Das geht auch noch. Noch ein Neuner. Geht auch noch. Aber ich glaube, jetzt war es. Nein, geht auch noch. Ah, jetzt war es. Das heißt, den Neuner wieder weg. 24.700. Jetzt bekomme ich schon gar keine XPs mehr. Warum bekomme ich keine XPs mehr? Ich glaube, ich habe schon maximal erreicht. 24.791 XPs. Ja, reichen die auch wirklich? Ich weiß es nicht. Könnte eng werden. ich glaube, wir haben genug. Wenn wir noch gleich mal auf einmal vielleicht Förderfolgen zu bekommen. Hey, cool. Kann man eigentlich Feather Falling 5 bekommen? Gibt's das? Lasst uns das mal ausprobieren. Jetzt noch so zum Schluss. Feather Falling, perfekt. Gleich beim jeweils bei den zwei Malen. Protection, Feather Falling 4. Nee, geht nicht. Geht leider nicht, nur Protection können wir dann noch auf 4 erhöhen. Das, glaube ich, sind so die ziemlich die besten Schuhe, die es gibt. Genau. Okay, dann. Ja, das reicht noch lange nicht. So. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hohengrebsrängen meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Ja, ganz leicht. Gut, dann melde ich mich halt doch nicht ab. Wir machen mal kurz hier. Das muss jetzt schon sein. TP. Boden. Krebs. Ach, scheiß drauf. TP. Et. Ach, geht eh nicht. Ja. Dann machen wir es halt doch nochmal so. Game Mode 1. So, wir fliegen ein bisschen höher. So, ich glaube nicht, dass wir das überleben, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Euren Griffsring meldet sich jetzt wirklich ab. Tschaußen. Was? Ey, das gibt's ja nicht. Was sind denn das für krasse Schuhe? Wenn wir das jetzt immer noch überleben, dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Ich bekomme einen Knall. Jetzt sterben wir eher durch den Zombie. Als irgendwie doch Fallschaden. Ist das nicht Hammer? Wir bräuchten vielleicht mal kurz. Oha, ist das geil. Also, das Zeug, glaube ich, dieses Resistance, das bringt einen Haufen, glaube ich. So, jetzt warten wir wieder, bis wir volles Leben haben. Und dann probieren wir das nochmal aus. Das gibt's ja nicht, hä? Dass wir das alles überleben. Ups, Zombie. Tja, ich hab Sand, ihr nicht. Das Zeug, das macht ein ganz schönes Lichtlevel. Gut, wir gehen wieder im Game Mode 1 und fliegen diesmal viel, 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 viel weiter hoch. Hoch, höher, wie immer. So. Wir sind jetzt über den Wolken, wenn wir das jetzt überleben, dann weiß ich auch nicht. Gehen allerdings so weit. So, an die Wolkenhöhe. Ich hätte ganz gern die ganzen Dinger wieder. Gehen wir nochmal kurz ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir es wieder. So. Game Mode. Null und tschüss. F3. Game Mode 1. Wir sind jetzt auf Ebene 74 und wir waren auf Wolkenebene ungefähr. Ja, so irgendwo. Das heißt 127. Das entspricht ungefähr 60. 60 Blöcken, die wir fahren können mit Feather Falling 4 und Protection 4. Oh, das Spiel ist einfach nur hammermäßig geil. Genau.
Und jetzt verabschiede ich mich wirklich von euch für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stirb.